Ich fange an. Mein Talk ist übertitelt auf Englisch. Ich halte diesen Talk auf Deutsch, es sei denn, jemand sagt mir jetzt was anderes. Ich sehe keine Hände, die hochgehen. Also wundert euch nicht, dass ihr was Englisches lest und was Deutsches hört. Wir müssen zusammen diese Assoziativleistung hinkriegen. Der Englischtitel lautet Asset Management for the Rest of Us, Asset Management für den Rest von uns, und ihr werdet während des Talks rauskriegen, warum er so heißt. Mein Name ist Stefan Adolf, ich habe diesen wunderbaren Titel Developer Ambassador bei meiner Firma Turbine Kreuzberg. Meine Hashtags sind unter anderem JavaScript, Symfony 2, PHP und Coding Berlin. Wenn jemand von euch in Berlin tätig ist, freue ich mich sehr, euch bei unseren Coding Berlin Meetups zu sehen, wo wir nicht nur über PHP und Symfony sprechen, sondern über ganz viele andere Themen, zum Beispiel auch über Blockchain, Elasticsearch, Technologie im Allgemeinen. Wir hatten auch schon Machine Learning Meetups, großes Ding. Meine Firma, für die ich arbeite, heißt Turbine Kreuzberg. Wir machen sehr viel PHP, wir machen auch Symfony 2, arbeiten auch sehr viel mit Spryker. Unser Hashtag, wenn ihr über uns twittern wollt, ist Turbine jetzt. Ihr könnt uns auch gerne direkt ansprechen auf Twitter mit @TurbineKreuzberg und mich unter @Stadolf. Wir bauen Web-Applikationen im großen Scale, B2B-Applikationen, Commerce-Applikationen. Wir suchen natürlich Entwickler, das schicke ich schon mal vorweg. Das wird niemand überraschen. Wir sitzen in Berlin-Kreuzberg, wird auch keinen überraschen. Uns gibt es auch in Stuttgart, Leipzig und Faro, Portugal. Ich werde während dieses Talks eine ganze Menge Code zeigen. Den könnt ihr wahrscheinlich in der ganzen Geschwindigkeit nicht unbedingt mitlesen. Deswegen gibt es auf meinem privaten GitHub-Account lmariachi111 eine komplette Kopie dieses Repos, da könnt ihr alles nachvollziehen. Mein Handy klingelt. Danke. Ihr folgt mir. wie bitte? Do not disturb. Ja, ich habe es gerade lautes gemacht. Fiel mir gerade eben erst auf. Frontend, the final frontier. JavaScript im Frontend. Es gibt Unmengen von Geschmäcklen in JavaScript. Alles fing an, glaube ich, 1998, keine Ahnung, als man das erfand, als ganz furchtbare Sprache, mittlerweile besser werdend. Es gibt davon mittlerweile, glaube ich, die Version ECMAScript 2017, müsste so nach meiner Meinung die neueste sein. Es gibt dann wunderbare Abwandlungen davon, TypeScript, CoffeeScript, mittlerweile tot, und Flow als Typsystem über JavaScript. Es gibt unglaublich viele Frameworks, darunter sehr alte wie jQuery, Ember oder ein bisschen neuer, aber immer noch alt, Backbone. Es gibt moderne Frameworks, ich hoffe, ihr mögt die, React mit seinem JSX-Dialekt, also Markup für Komponenten, Angular und Vue.js, das übrigens bei Turbine Kreuzberg sehr intensiv einsetzen. Und erst kürzlich hat JavaScript das ganz furchtbare Problem der Dependencies halbwegs gelöst durch native Imports, dazu komme ich gleich. Aber der Kernsatz für JavaScript aus meiner Sicht lautet, it's a moving target. Es ist nahezu unmöglich, in JavaScript up-to-date zu sein, wenn man JavaScript nicht jeden Tag macht. Und da ihr wahrscheinlich primär PHP-Entwickler seid, sitzen wir alle im gleichen Boot. JavaScript zu verstehen ist nicht ganz trivial. Bei CSS sieht es ein bisschen einfacher aus, aber auch nicht unglaublich trivial. Es gibt halt wahnsinnig viele Dinge, die man in CSS beachten muss, wenn man alte Browser berücksichtigen will. Es gibt Compiler für spezielleres CSS, zum Beispiel SAS und SCSS. Compass ist noch so eine Bibliothek. Less hat Bootstrap lange benutzt, ist, glaube ich, mittlerweile aus der Mode gekommen. Dann gibt es strukturelle Bibliotheken für CSS, zum Beispiel SMAX, BEM, kennen viele wahrscheinlich, Atomic CSS. Es gibt unglaublich viele Tools, mit denen man CSS bearbeiten, nachbearbeiten, postprozessen kann, Post-CSS mit dem Autoprefixer. Es gibt Reboot-Bibliotheken in CSS, die dem IE irgendwie seine Macken abgewöhnen. Es gibt neuerdings CSS in JS, wo man CSS in JavaScript baut, habe ich gerade mit einem Kollegen lange am Stand diskutiert. Also es gibt sehr viel zu wissen auf jeden Fall. Ich habe euch ein bisschen altes JavaScript mitgebracht. Das ist Namespace JavaScript, so hat man das, also ich habe das auch schon mal so ganz ehrlich geschrieben oder sehr ernsthaft auch betrieben, JavaScript so zu schreiben. Man hat halt sehr viel Code in so globale Namespaces verpackt, damit man immer wusste, wo er steht, aber grundsätzlich war der gesamte Code global. Und das sieht man sehr schön am unteren Rand dieser Slide. Man hat halt auf seiner Webseite Skripte eingebunden und die Reihenfolge spielte eine Rolle. Ne? Man konnte jetzt nicht irgendwie Bootstrap vor jQuery einbinden, weil Bootstrap nun mal von jQuery abhing. Wenn man das gemacht hat, ging irgendwie alles schief und musste erstmal rätseln, in welche Reihenfolge man Dinge einbinden will. Oder kurz gesagt, das ist so ein bisschen die Dependency-Hölle gewesen. Es wurde dann immer ein bisschen besser, zum Beispiel mit AMD-Loadern. Require.js ist einer der prominentesten von allen. Da hat man dann so Function Helper gehabt, wo man sagt, ich definiere ein Modul, ich nenne es MyModul, gab dem dann so die Strings der Abhängigkeiten und der versuchte, die irgendwie zu laden, weil er andere Module kannte, die wussten, wie man sowas laden konnte. So konnte man wenigstens schon mal einen strukturellen Abhängigkeitsbaum
bauen, mit dem Abhängigkeiten aufgelöst werden konnten. Und das, was er aufgelöst hat, injizierte der in diese zweite Funktion. Da steht dann Dollar, Underscore und Moment. Und das waren dann die Objekte, die man in diesem Scope, dieser Klammer da drin, verwenden konnte. Das ist so jetzt, ich sag mal, 4-5 Jahre her. Jetzt habe ich euch ein bisschen neueres JavaScript mitgebracht, was also, naja, den Anschein hat, schon ein bisschen modern zu sein. Da oben seht ihr so Requires. Das nennt sich CommonJS, das ist der Weg, den Node.js einschlug oder auch bekannt gemacht hat. Das ist eine Möglichkeit, so ein bisschen wie man es vielleicht aus Java heraus auch kennt, oben oder auch im PHP, oben zu sagen, ich importiere mir halt ein Modul oder eine Klasse oder irgendwas aus einem anderen Modul und will es hier drin benutzen. Und das stand dann auch im gesamten Scope dieses eigenen Moduls zur Verfügung. Da unten seht ihr Module Exports gleich Clock, das exportierte halt das, was mein Modul zur Verfügung stellte. Und wenn ihr den Code gerade mitgelesen habt, kleiner Hint, der Code ist immer derselbe gewesen, der ist hier nur ein bisschen schöner geschrieben, dann exportiert dieses Modul eine ziemlich sinnlose Instanz einer Uhr, die aktuelle Zeit ausgibt, die sich von dem Server geholt hat. Quite trivial, es geht auch nicht darum, was der Code tut, sondern wie er aussieht. Was wir, behaupte ich, alle eigentlich brauchen, dringend brauchen, und was wir wollen, weil wir keine Frontend-Superprofis sind. Ich brauche und möchte gerne die neuesten JavaScript-Language-Features haben, weil JavaScript ist neuerdings keine so schlechte Sprache, wie sie früher mal war. Ich weiß nicht, wenn man die neuen Sprachfeatures benutzt. Ich brauche sinnvolles Dependency Management in JavaScript. Ich möchte gerne SCSS benutzen, weil es einfach viel cooler zu benutzen ist als CSS. Weiß jeder hoffentlich. Ist jemand dagegen? Keine Ahnung. Ich brauche ein Tool, was mein SCSS kompiliert. Ich brauche, weil ich Entwickler bin und gerne schnell arbeite, Live Browser Reloading. Wenn ich etwas ändere in meinem Code, möchte ich, dass mein Browser mir das sofort anzeigt. Ich möchte gern im Browser oder sogar meine IDE meinen Code debuggen können. Ich will Breakpoints setzen und sagen, sag mir Bescheid, wenn du stehen geblieben bist, ich will mal reingucken, was in meinen Variablen drin steht. Ich möchte natürlich auch potenziell alte Legacy-Frameworks weiterverwenden. Ich möchte, weil meine Kollegen haben halt 1000 Dateien geschrieben, die irgendwie von Ember.js abhängen oder von irgendwas. Ich muss diesen Code, ich kann ja nicht einfach wegschmeißen, ich muss ihn irgendwie weiterverwenden können. Ich will selber mich nicht darum kümmern, ob alte Browser mit meinem guten Code umgehen können. Was heißt guter Code? Also ich will jedenfalls nicht, dass IE ab oder irgendwas nicht ausführen kann, nur weil ich nicht weiß, wie ich es für IE optimieren muss. Ich will, dass in Production die Ladezeiten möglichst gering sind, damit Google sagt, ey, du hast eine total tolle Webseite, Stefan, SEO, alles ist sauber und wir lieben dich, du bist auf Platz 1. Ich will aber auch, dass meine Assets, also JavaScript und CSS, so schnell wie möglich gebaut werden können, sodass meine CI-Pipeline nicht irgendwie eine halbe Stunde daran rumrödelt, CSS zu kompilieren. Und ich will, und das ist vielleicht sogar der wichtigste Punkt, ich will, dass neue Teammember, die in mein Team kommen, sofort in der Lage sind, meinen Code, den wir geschrieben haben, zu kompilieren, ohne lange darüber nachzudenken, welche Toolchain sie aufsetzen müssen. Und um das ein bisschen zu visualisieren, habe ich euch diese wunderbare Animation mitgebracht. Klassische Applikation, stellt euch vor, die geht jetzt noch in die Richtung X tausendmal weiter. Es gibt mehrere Seiten, zum Beispiel eine Produktliste oder eine Single-Produktseite, bei uns Turbine Kreuzberg ist es ja primär, geht es um E-Commerce und so eine Checkout-Seite und die haben irgendwie so JavaScript-Abhängigkeiten. Auf diesen Seiten passieren irgendwelche fancy Dinge, da geht ein Warenkorb auf, da wird irgendwie umsortiert, lange geladen, dynamisch nachgeladen. Die haben auf jeden Fall irgendwelche JavaScript-Abhängigkeiten und diese JavaScript-Dateien haben dann in der Regel Abhängigkeiten zu irgendwelchen Bibliotheken und ich habe euch jetzt ein paar primitive Beispiele mitgebracht. Es gibt ja Unmengen von JavaScript-Bibliotheken, alte, neue, keine Ahnung, von denen man so abhängen kann, die tolle Dinge für einen tun, zum Beispiel jQuery und dann haben diese Bibliotheken teilweise ja auch noch Abhängigkeiten untereinander. Bootstrap braucht, damit es funktioniert, meines Wissens, letzter Stand ist auch schon wieder ein Jahr her, das Dollarzeichen, den jQuery, um überhaupt zu funktionieren. Also jeder braucht jeden irgendwie, keiner weiß mehr so genau, wer wen braucht. Und dann kommt obendrauf auch noch unsere wunderbare CSS-Schicht und wir wollen unser Frontend schön machen. Da müssen dann irgendwelche Farben definiert werden, idealerweise mit Variablen sogar, damit man so schnell austauschen kann und so weiter und so weiter. Und dann wollen wir das alles, was ich gerade auch schon sagte, zusammenbauen zu möglichst einer Product-JavaScript-Datei und einer Product-CSS-Datei und einer Checkout-CSS-Datei und einer Checkout-JavaScript-Datei. Das ist so ein bisschen das. Das ist nicht die Rocket Science der JavaScript-Entwicklung, die reinen JavaScript-Entwickler sind da schon deutlich weiter, behaupte ich, mit den Single-Page-Applications, aber das ist das, was so ein Symfony-Entwickler wie wir sind, als vertretbar modern ansehen würde, behaupte ich. Hat jemand eine andere Meinung? Niemand. Ich habe immer wieder die richtige Meinung, das gefällt mir. Es gibt ein Tool, das werdet ihr vom Namen, behaupte ich, ganz sicher kennen, es heißt Webpack. Und Webpack
ist ein Module-Bundler. Es ist kein Build-Tool. Das ist das, was in der Dokumentation von Webpack ganz weit oben steht. Ihr kennt vielleicht noch sowas wie Gulp und Grunt und Arndt und keine Ahnung, Gradle vielleicht sogar noch, ne, das ist sogar noch ganz modern. Die bauen Dinge. Dem sagt man so, komm, ich habe eine Regel, du kopierst Datei A nach B und dann machst du sie irgendwie kleiner und dann rufst du das Tool drauf auf und dann wird das irgendwie alles schön. Das ist ein Build-Tool. Webpack sagt, Stefan, mach dir keine Sorgen, ich bin sehr magisch. Du sagst mir einfach nur, welche JavaScript-Dateien du hast. In diesen JavaScript-Dateien tust du Dinge, danach führst du mich aus und magischerweise kommt am Ende was raus, was dem entspricht, was ihr gerade auf der letzten Folie gesehen habt. So, eine Product CSS. Diese Frameworks, die euch vermutlich geläufig sind, benutzen alle Webpack. Ich fange mal von links an. Angular, React, Vue.js, wer weiß, was das ganz rechts ist? Ionic, ein wunderbares Frontend-Framework auf Basis von Angular für Mobilentwicklung. Sehr empfehlenswert. Oder auch nicht, je nachdem, wie man sieht. Ich mag lieber React Native. Die benutzen alle Webpack, um aus dem Code, den ihr schreibt, nachher ausführbaren Code für den Browser zu bauen. Im Kern von Webpack, oder der Kern von Webpack, so wie ich ihn verstehe und so wie ich ihn auch gleich demonstrieren werde, das initiale Setup von Webpack ist ein No-Brainer. Das kriegt jeder hin, man schreibt eine kleine Datei und dann kann der das zusammenbundeln. Alle Wahrheit steht in JavaScript, das heißt JavaScript-Dateien, und das klingt jetzt erstmal eklig, die requiren CSS-Dateien oder SCSS-Dateien. Die requiren sogar Bilder, die requiren sogar Fonts, die können sogar JSON requiren oder Templates. Und Webpack als Bundler kümmert sich darum, dass die so transformiert werden, dass ihr sie in eurem JavaScript adressieren und benutzen könnt. Webpack kümmert sich um die Transpilation von JavaScript, wenn ihr also moderne JavaScript-Dialekte benutzt, wie TypeScript zum Beispiel, dann und die richtigen Loader habt, dann baut Webpack das für euch um und am Ende kommt was raus, was ein Browser versteht. Wenn man Webpack die Dokumentation mal auf Seite 2 klickt, beziehungsweise mal die Guides liest, dann sieht man, was Webpack noch alles kann. Babel-Integration. Babel ist halt der Transpiler und man kann in Webpack sehr genau sagen, was Babel transpilieren soll, welche Polyfills Babel benutzen soll, für welche Browser man kompatiblen JavaScript-Code kompiliert haben möchte. Es kann sogar dafür sorgen, dass CSS-Stile geinlined werden, sodass CSS direkt in die Seite integriert wird, wenn man zum Beispiel HTML oder benutzt in Webpack. Es sorgt dafür, dass Dateien eine Versionierung erhalten. Das heißt, man kann eine Vendor-Datei oder eine Datei, die Bibliotheken enthält, da gibt man einen Namen, der bleibt, solange wie die Bibliotheken gleich bleiben, einfach gleich, sodass man Bibliotheken für, sagen wir mal, ein halbes Jahr cachen kann, während der Applikationscode ständig verändert. Das zeige ich auch gleich alles. Ich lese es nur noch die Stichpunkte vor, damit ihr es alle einmal gehört habt. Wäre der spannendste. Tree-Shaking. Webpack kann dafür sorgen, dass Zeug in JavaScript, in Bibliotheken, das ihr nicht benutzt, automatisch beim Kompilationsvorgang aussortiert wird. In CSS nennt sich sowas Dead Code Removal. Das kann erkennen, welche CSS-Klassen ihr gar nicht benutzt und Webpack schmeißt das aus dem finalen Kompilat raus. Chunks, da komme ich später zu. Spannend vielleicht noch, ohne Webpack wäre sowas wie React und Vue, behaupte ich, nicht ohne weiteres möglich. Nur Webpack enabled das in einer Geschwindigkeit, mit einer guten Developer Experience so, dass ihr sauber Code schreiben könnt. Webpack ist, behaupte ich, state of the art. Finally, we can write nice JavaScript. Endlich sind wir in der Lage, schönes JavaScript zu schreiben. Und wie das geht, das zeige ich euch jetzt. Demo 1. Ich habe auch vorbereitet, warte mal, Plain Webpack. So, was ich jetzt mache, ich habe mehrere Branches und ich zeige euch nur ein paar Dateien aus diesen Branches, damit ihr versteht, was passiert. Das ist eine einfache Symfony-Applikation. Da haben wir einen Source-Folder, da ist ein sagenhafter Controller drin. Das, was rauskommt, wird es übrigens auch nicht wirklich Rocket Science sein. Dieser Controller macht nichts anderes, als eine Datei zu rendern, nämlich index.html, da ist sie schon. Könnt ihr das lesen, hinten? Da, jemand winkt. Bisschen größer. Ich war darauf vorbereitet, aber ich möchte es eigentlich nicht tun, aber wegen dir tue ich es. Besser? Ja? Was sagt er? Noch größer? Super. Die Datei ist relativ langweilig, weil sie nur etwas anzeigt, aber wie ihr alle wisst, man leitet ja einen Twig gerne ab. In der Hauptdatei habe ich einen JavaScript-Block, der einfach nur eine Datei inkludiert, mehr ist das nicht, ein Bundle.js. Diese Datei gibt es übrigens noch nicht. Ne? Mein Dist-Folder ist leer. Was wir jetzt machen, achso, die JavaScript-Datei wäre vielleicht noch gut, das ist das JavaScript, was ich ausführen werde. Ich werde auf der Seite, mal gucken, was da steht, ich werde nach 2 Sekunden die Funktion Component aufrufen und dann Section P Subtitle Framework durch die Worte Balmer CSS Framework ersetzen, die ich vorher mit so einem Underscore Join gejoint habe. Das ist der beknackteste JavaScript-Code, den ich je geschrieben habe, aber ich glaube, man versteht den. Ne? Wer versteht ihn nicht? Ihr seid gut.
Super. Ich invoke Webpack. Webpack tut etwas. Ich hoffe, das Richtige. Es kommt was raus. Jetzt, weil ich das größer gemacht habe, kann man es nicht mehr lesen. Ich mache es deswegen nochmal ganz kurz ein bisschen kleiner. Also, hier seht ihr. Jetzt kann ich es wenigstens wieder lesen. Ihr seht jetzt, was rauskommt. Ich mache es wieder größer, damit ihr es auch lesen könnt. Zum Beispiel ein Bundle.js. Es kam irgendwie Fonts raus und hier kommt eine Fehlermeldung. Und ein Bild kam da raus, irgendein SVG. Was der jetzt wirklich gebaut hat, vielleicht habt ihr es gesehen, ich habe Font Awesome. Font Awesome. Die tollste Eigenbibliothek, seit es JavaScript gibt, mit eingebunden. Und Font Awesome bringt halt Fonts mit. Und ich habe ihm nirgendwo gesagt, du inkludier mir mal irgendwie einen Font, sondern er hat einfach aus der CSS-Datei rausgelesen, dass er diese Fonts braucht und Webpack hat dafür gesorgt, dass die Fonts im Output landen. Mit irgendeiner kryptischen Zahlenfolge, aber sind in der Tat TTF-Dateien. Ein Font. Wie sieht Bundle.js aus, was er jetzt generiert hat? Das will keiner mehr lesen. Ne? Das Spannende ist, es ist ganz schön lang geworden. Ne? Warum ist das jetzt so lang? Das ist jetzt so lang, weil die Bibliotheken da komplett drinstecken. Ich habe oben gesagt, du, ich brauche mal Lodash. Kennt es vielleicht nicht jeder? Lodash ist so der Werkzeugkoffer des JavaScript-Entwicklers und jeder JavaScript-Entwickler, der es benutzt, wird gehasst, weil alle sagen, das brauchst du doch gar nicht. Ich brauche das, ich bin PHP-Entwickler. Damit kann man tolle Dinge in JavaScript tun, die man sonst nicht tun kann. Also es stecken viele Tools drin. Ich brauche es, um dieses Join zu schreiben, was ich auch anders schreiben könnte. So. Das rechts hier ist die Webseite, die rauskommt. Ich lade die mal neu. Da steht, meine erste Webseite Bootstrap mit dem Balmer CSS Framework. Jetzt müsst ihr nicht wissen, was das Balmer CSS Framework ist. Das ist einfach ein besseres Framework als Bootstrap. Opinionated Aussage. Ganz toll, benutzt es bitte. Ich finde es auch gut. Also dieser Code funktioniert. So. Ja, das war die ganze Demo. Nein, es geht weiter. Ich checke mal den zweiten Branch aus und jetzt gucken wir, was passiert. So. So, manchmal heizt es gleich meine CPU hoch, weil der mit dem Docker das nicht hinkriegt, aber werden wir gleich sehen. Was habe ich hier gemacht? Achso, was ich gerade vergaß, euch zu zeigen, war die eigentliche Webpack-Datei. Entschuldigung, aber die ich jetzt zeige, ist eh besser. Ich habe jetzt drei Webpack-Dateien, eine Webpack-Common-Datei und ich versuche mal so ein bisschen vorzulesen, was da drin steht. Zum einen steht da drin, wenn jemand jQuery braucht, dann stelle das als globales Dollar-Objekt bereit. Ein Provide-Plugin gibt es da. Ja? Das sorgt dafür, dass das Dollarzeichen im globalen Scope sichtbar ist. Dann hätten wir hier noch sowas wie die ganzen Loader. Ne? Also wo soll die Reise hingehen? Wenn jemand diese Index-Datei kompiliert, das ist der Entry Point, so nennt Webpack das, dann kommt da etwas raus mit demselben Namen. Das ist Index in diesem Fall, .bundle.js. Das Ganze geht bitte nach dist. Und dieser Präfix dist liegt dann unter meinem lokalen Pfad public dist. Da gibt es auch ein Clean Webpack Plugin, das löscht mir meine Ausgabe, bevor ich es das nächste Mal baue, hat gewisse Gründe. Dann gibt es ein Manifest Plugin, dann gibt das Dinge, was haben wir denn hier? Style Loader, ein Post CSS Loader, der sorgt dafür, dass es für alle möglichen Browser kompatibel ist. Ich hoffe, ich langweile euch noch nicht, aber ich muss trotzdem weitermachen, weil es wirklich toll ist. Es gibt ja einen Babel Loader mit dem Env Preset, das sorgt dafür, dass irgendwie modernes JavaScript kompiliert werden kann, wenn ich mich recht erinnere. Ganz fantastisch. So, das ist mein Common Webpack, das passiert so immer. Und dann habe ich ein Dev Webpack. Das benutzt so ein Merge-Plugin für Webpack, benutzt dann meine Common-Konfiguration, überschreibt dann gewisse Dinge. Zum Beispiel geht mein Output jetzt irgendwie, also da steht jetzt ein Server drin, das bedeutet, dass ich jetzt gleich einen Server starten werde, von dem aus Assets ausgeliefert werden. Und dann gibt es da so einen Dev-Server. Also, das ist Konfiguration hier, ne? Das muss man verstehen. Wer von euch hat das schon mal verstanden? Oh, 3, 4, oh, es werden immer mehr Hände gehen langsam hoch, wenn Sie merken, da ging schon mal Hände hoch. Also ich habe jetzt gerade, ich zähle mal, sagen wir mal 7% von euch. Da ich das hier geschrieben habe, merkt, ich habe das möglicherweise auch schon verstanden. Ich höre jetzt auch auf zu reden an der Stelle. Ich möchte euch gerne kurz meine aktuelle Index.js zeigen. Die macht immer noch genau das gleiche wie vorher. Bis auf das da unten, das ist nicht so wichtig. Wir inkludieren halt unseren Underscore, unsere CSS-Datei, die sieht so aus. Die inkludiert andere CSS-Dateien, weil es eine SAS-Datei ist, zum Beispiel Font Awesome. Und eine ganz einfache CSS-Datei wieder, die dieses Ding hier rot macht. Und ja, das war die CSS-Datei. Was wir jetzt noch haben, das ist jetzt Symfony-spezifisch. In meinem Template, wo ist es? Da, habe ich ein bisschen was verändert.
Ich habe diesen Asset Helper eingesetzt und den kennen vermutlich alle. Jeder kennt einen Asset Helper in Twig, oder? Der Asset Helper sorgt dafür, dass Pfade richtig aufgelöst werden oder dass das Twig anstelle dieses Wortes, was dieses Strings Index-Bundle.js, das reinschreibt, was Index-Bundle.js eigentlich ist. Was ich jetzt habe, ich habe zwei Konfigurationen in Symfony für den Dev-Mode. Sage ich, meine Base-URL ist dieser Localhost 8080, das ist mein Asset-Host, der wird mir gleich im Dev-Mode die Assets liefern. Und im Prod-Mode liefere ich sie von der lokalen Platte, da liefere ich einfach Content aus meinem Public-Dist-Folder. So, wir sind jetzt meines Wissens gucken wir mal rein, ich glaube im Dev-Mode, hoffe ich doch. In gar keinem, wir haben nämlich keinen End-File, das löscht er manchmal. Gleich haben wir wieder eins. Ich hoffe, ihr macht Symfony 4 und versteht ihr, was ich gerade tue. Jetzt wird es spannend. Ich muss nämlich, genau, jetzt um Webpack auszuführen und meine Assets zu bauen, wird der Befehl jetzt ein bisschen länger, weil ich Webpack sagen muss, welche Konfiguration ich bitte kompiliert haben möchte, die Dev oder die Prod-Konfiguration. Und um das ein bisschen abzukürzen, habe ich mir so ein wunderbares Skript geschrieben in NPM. Da ist es. Das sieht dann am Ende so aus. So, das führen wir einfach mal aus. Dann baut er die Assets für den Dev-Betrieb. Watch heißt der, ne? Hier. Das ging ja gut. NPM Run Watch. Das ging ja richtig gut. Vielleicht noch installieren. Besser ist es. Abhängigkeiten sind immer noch Abhängigkeiten. Was wir jetzt machen, wir starten in Webpack den sogenannten Dev-Server. Der Dev-Server erstellt uns diese Localhost 8080 Asset-Auslieferungs, diesen Service. Und der ist in Symfony so verdrahtet, dass Symfony seine Assets von diesem Service bezieht. NPM Run Watch. Da ist er. Der läuft, er hat was kompiliert. Das müsste eigentlich reichen. Und jetzt laden wir mal neu. Sogar bunt. Ich habe ein bisschen mehr da reingepackt in die Seite, damit mal ein bisschen was zu sehen ist. Ihr seht immer noch, dass dieses JavaScript, was wir gerade geschrieben haben, funktioniert. Das kommt jetzt von unserem Dev-Server. Und jetzt machen wir mal Folgendes. Wir ändern mal was in unserer CSS-Datei. Aber nicht in der, sondern in der hier. Und sagen, naja, dieses ist ja eh schwer zu lesen. Ne? So irgendwie rot auf rot. Ich mache das mal blau. Und speichere das. Nee, blau ist gut, ne? Blue. German. We're talking German hier. Blue. Er kompiliert, habe gerade gesehen, er ist gerade angesprungen und es ist einfach blau geworden. Ich mache es mal jetzt grün. Ihr könnt das zwar nicht lesen, aber ihr könnt euch denken, das ist grün. Jetzt ist gelb. Wem fällt auf, dass der gar nicht neu lädt? Wenn ich die Seite neu aufrufe, dann steht da ja, hallo, meine erste Bootstrap-Seite. Und jetzt ist es die Balmer-Seite. Wenn ich hier was aber ändere und der das neu lädt, dann lädt er gar nicht die ganze Seite neu. Und das ist ein Feature, das nennt sich Hot Module Reloading. Der kriegt raus, dass die Änderung, die ich gerade vorgenommen habe, eigentlich gar keine Auswirkung auf den Teil da oben hat und lässt den Teil gleich und injiziert nur das Kompilat von dem Modul, was ich gerade geändert habe. Und das ist das CSS-Modul. Das heißt, selbst wenn ihr hier ein komplexes Formular habt auf eurer Webseite und ihr ändert nur Stile, dann ändern die sich sofort, aber das Formular behält den gleichen Inhalt, weil er nie was an der Seite ändert. Und das ist ein absolut magisches Feature, das eigentlich jeder haben möchte, das erstaunlicherweise in den seltensten Fällen gut funktioniert. Aber hier funktioniert es ziemlich gut. Ich möchte nur ganz kurz vielleicht einmal den hier stoppen und die Live- oder die Production-Assets bauen. NPM Run. Oh, das sieht ja komisch aus hier, ne? So, jetzt habe ich Live-Assets gebaut, jetzt müssen wir Symfony noch in den Prod-Mode versetzen, damit er halt von der lokalen Platte lädt, also aus unserem Public-Dist-Folder. Dafür bin ich schon mal in meinen Docker-Container gegangen und sage jetzt nur noch Cache-Clear, aber hoffe ich mal, mein Env ist ja schon gesetzt, genau. Cache-Clear dauert immer noch lange, oder? Fertig. Das ist der Prod-Mode. Und der ist, glaube ich, auch ziemlich schnell.
Natürlich, wenn ich jetzt was ändere, wird sich da nichts mehr ändern, weil gerade kein Dev-Server läuft, der eben Bescheid sagen könnte, dass sich was geändert hat. Macht Sinn. So, wie sieht das Kompilat davon aus? Nur damit ihr überzeugt seid, dass es ganz toll ist, was ich hier mache. Achtung, es kommt, hier ist es. So sieht das CSS gerade aus. Eine ganz lange, ziemlich stark zusammengeschobene, unverständliche, aglifizierte, minifizierte Datei. Und die JavaScript-Datei. Oh, da sind wir an die Stelle gesprungen. Ihr kennt das, ne? Minifizierter Code. Alles schon drin, weil die Webpack-Konfiguration sagte, ja, uglify meinen Code, sobald du im Port-Mode bist. Erinnerung, hier steht es irgendwo. Da. Ganz kurzes Add-on. Für alle, die Symfony mögen, das sind wir hoffentlich alle. Branch Nummer 3. Was ich hier gemacht habe, ich benutze jetzt das Manifest-Bundle. Was ihr gerade gesehen habt, ich musste irgendwie zwei Konfigurationen anlegen in Symfony. Ne? Ich musste einmal sagen, im Dev-Mode rufst du bitte diesen Localhost 8080 auf, weil das ist der Host, unter dem die Assets zu finden sind, damit der Live-Reloader die dann live-reloaden kann. Und im Port-Mode gehst du bitte direkt auf das Public-Verzeichnis dist und lädst dir da deine Dateien her. Und ich habe die Konfiguration jetzt so verändert, dass wir nur noch in der Framework-YAML ein Manifest-File laden. Was ist ein Manifest-File? Webpack packt Dinge zusammen und gibt die neue Namen. Jetzt weiß man in seiner Symfony-Applikation nicht so richtig, okay, und welche Datei muss ich jetzt wann laden? Dafür generiert Webpack diese Manifest-Datei und die sieht so aus. Die sagt, wo ist sie? Public Dist. Die sagt jedem, der sie gerne lesen und benutzen möchte, wenn dich jemand nach Index.js fragen sollte, dann lieferst du ihm bitte diese Datei aus. Wenn dich jemand nach Main.scss fragen sollte, dann lieferst du bitte ja, die aus. Das macht gerade keinen Sinn, Entschuldigung. Aber die Richtung stimmt. Die brauchen wir ja eh nicht. Und Symfony macht dann am Ende das Richtige draus. Gucken kurz, was ich machen möchte. Genau. Wir bauen das mal schnell. Welchen Branch bin ich denn hier? Der richtige. So. Ich bin noch im Port-Mode, ne? Ja. Das ging ja wirklich gut. Ach so, vielleicht noch den Cache clear, ne? Da war er wieder. Der wusste nicht, dass die Konfiguration jetzt geändert wurde. Sehr schön. Und auch sehr schnell. Warum ist das schnell? Das könnt ihr hinten nicht mehr lesen. Ich auch nicht. Oh nein. Das ist schnell, weil, ja, das ist jetzt, ich habe hier noch Platz, Achtung. Was hat er generiert? Er hat eine sogenannte Vendors-Datei generiert. Vendors kennt ihr nun als, das sind die Abhängigkeiten, ne? Vendors, da stecken alle Bibliotheken drin, die Leute gemeinsam brauchen. So eine Art Common-Datei. Das ist jQuery ist da drin und Lodash ist bei mir da drin und alles ist minifiziert und total toll. Und das Spannende ist, mein eigentliches Index.js ist zusammengeschnurrt auf 700 Byte. Also 800, wollen wir ehrlich sein. Sieht so aus. Achso, und die sieht eigentlich so aus, nur Chrome macht sie für mich automatisch schön. Da ist der Code, den erkennt er vielleicht noch ein bisschen, ne? Das Balmer CSS-Framework. Manifest-Dateien for the win, die sorgen dafür, dass ich nur noch eine Konfiguration bei mir in meiner eigentlichen Applikation habe und die weiß automatisch, welche Dateien sie woher laden muss. Webpack. Macht Spaß, oder? So konfigurieren und am Ende kommt was raus. Ich habe neulich einen Tweet gelesen von Kaiser Snowski, das war jemand, der bei uns auf dem Dev Day war, vielleicht kennt ihr den, ein guter Speaker. Der schrieb, ich habe die ganze Nacht mit Webpack verbracht, ask me anything. Ich weiß jetzt wirklich alles. Ihr könnt Webpack kaum schreiben, ohne alles über es zu wissen. Deswegen. Entschuldigung, die Demo hüpft nochmal. Endlich können wir tolles JavaScript schreiben. Aber verflucht, wir müssen auch ganz viel Konfiguration dafür schreiben. Und die zu verstehen, also ich habe mir jetzt die Mühe für euch gemacht, aber viel Spaß, das will man nicht. Ich habe, also
Nächte damit verbracht, das so zu schreiben, dass ich euch das, was ich euch gerade demonstrieren konnte, überhaupt demonstrieren kann. Das ist nicht trivial, da muss man JavaScript mögen, JavaScript können, verstehen, was JavaScript eigentlich macht und was Webpack macht. Und Webpack Encore for the win. Webpack Encore ist ein Generator für Webpack-Konfiguration. Webpack Encore hat witzigerweise nichts mit Symfony zu tun, direkt, bis auf die Tatsache, dass es aus der Symfony-Community entstanden ist. Webpack Encore ist ein alleinstehendes Tool in JavaScript, was Webpack-Konfiguration erzeugt. Und so installiert ihr es. Einfach ein Flex-Package. Wenn ihr es installiert und im Frontend seid, dann sagt er euch, du solltest vielleicht noch npm install aufrufen, damit ich meine Frontend-Dependencies habe, und dann war es das. Ihr könnt auch die Frontend-Dependencies einfach selber installieren. Das ist das Einzige, was ihr als JavaScript braucht. Ihr braucht logischerweise Node.js auf eurer eigenen Maschine oder auf eurer Bildmaschine, um das überhaupt ausführen zu können. Aber das ist der Befehl, der euch Webpack aktiviert. Und das ist der Code, der dasselbe macht, was ich euch gerade auf dieser Onion-Folie als großes Konfigurationsmatch-System gezeigt habe. Der Konfigurator Encore weiß so ziemlich, ihr seid ja nur PHP-Entwickler, mit JavaScript wollt ihr nicht so viel zu tun haben, komm, ich gebe euch einfach mal ein paar Standardeinstellungen, wenn ihr die alle einstellt, dann läuft alles für euch. Was haben wir denn da? Ihr stellt zum Beispiel Entries her. Man kann sagen, ich habe eine Seite, die heißt Index-Seite, auf der Index-Seite soll das Index-JavaScript geladen werden. Man könnte davon das BB viel anlegen für eine Checkout-Seite. Man möchte gerne, dass der Developer-Mode gut funktioniert. Man möchte Source-Maps haben, damit man im Browser debuggen kann später. Und das aber bitte nur, wenn wir im Debug-Modus sind, nicht im Production-Mode. Sonst könnte man ja auf seiner Live-Seite debuggen. Vielleicht nicht ganz so klug. Man möchte Versionierung haben, was ich vorher mal sagte. Man möchte, dass Dateinamen diese wunderbaren Zeichen enthalten, die sich nach dem Inhalt der eigentlichen Ursprungsdatei richten, damit man Bibliotheken lange cachen kann. Man möchte gerne CSS-Dateien kompilieren können. Das ist neu. Man möchte gerne, dass das Webpack nur einmal geladen wird, damit nicht jedes Mal, wenn man mehrere JavaScript-Großbibliotheken auf einer Seite lädt, immer wieder Webpack neu geladen wird. Und man möchte seine Bibliotheken vielleicht gerne in einer einzelnen Datei verpacken, damit man nur noch eine gemeinsame Datei für alle Bibliotheken hat, die auf allen Seiten verwendet werden. Und unsere alten Freunde sind auch wieder da. Wenn man jQuery auf seiner Seite braucht, ist ja erstaunlich, wie viel das noch brauchen. Sind diese Variablen einfach global verfügbar. Und das Einzige, was unten rauskommt, ist die Webpack-Konfiguration. Das ist das, was Encore exportiert. Und das, was da rauskommt, ist effektiv genau dasselbe, was ich geschrieben habe, als ich Webpack-Konfiguration geschrieben habe. Was jetzt kommt, ist nochmal eine Demo, wie Encore funktioniert. Und ich habe euch schon dazu geschrieben, ich habe mir mal die Mühe gemacht, ich benutze den allerneuesten Stand. Das ist also der Stand von Encore, den ich euch jetzt zeige, ist 5 Tage alt. Das ist ziemlich wichtig, weil der Stand, der dokumentiert ist in der Symfony-Dokumentation, der ist knapp ein halbes Jahr alt. Also ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich glaube 3 Monate, irgendwie sowas. Die aktuelle Webpack Encore-Version, die ihr ladet, wenn ihr den Standard, das Standard Encore-Binary ladet, die ist schon knapp ein halbes Jahr, 3 Monate alt. Demnächst kommt eine neue und ich zeige euch alle Funktionen, die auch in der neuen drinstecken. Zunächst der Beweis, dass es stimmt, was ich sagte. Ich brauche bitte mal diesen Branch. Fragt mich nicht, was er tut. In der Package.json sagen wir nur, was ich vorhin sagte, dass wir Webpack Encore brauchen, dieser was ich gerade sagte, in der Master-Version, in der allerneuesten. Die Webpack-Config gibt es immer noch. Encore schreibt seine Konfiguration weiter in die Webpack-Config, aber das ist genau der Code, den ich euch gerade hier gezeigt habe. Okay? Also, könnt ihr zu Hause vergleichen mit meinem Branch, müsste derselbe sein. Die Symfony-Konfiguration hat sich leicht verändert, weil ich das Flex-Package installiert habe, steht jetzt dieser Asset-Code, den ich vorhin in diese Framework-YAML reingeschrieben habe, in ihrer Assets-YAML. Und so, probieren wir es mal. Der Rest ist unverändert. Also wir haben immer noch uns Index.js zum Ersetzer
Und ich habe noch das Icon jetzt geändert. Das ist vielleicht ein ganz tolles Add-on. Wahnsinns-Feature. Ich weiß gar nicht, ob NPM gerade aus dem Cache lädt oder aus dem Wi-Fi. Ich hoffe, aus dem Cache. Und es dauert ein bisschen. Das löscht nämlich, glaube ich, erstmal das ganze Webpack-Zeug, was ich gerade noch hatte. Und jetzt kommt Webpack unter Encore dazu. So. Das war diese Localhost 8080-Geschichte, die wir da irgendwie konfiguriert haben in Webpack. Ne? Ich habe nur gesagt, gut, Webpack, Encore, dann bauen wir mal den Dev-Server. Jetzt wäre es schön, wenn das ginge. So. Ja, das ist wieder der Prod-Mode, vermute ich mal. Ne? Ja, ist mal aufgefallen, wir gehen wieder in Dev-Mode, das ist viel einfacher. Ja, ja, Cache brauchen wir gleich nicht mehr, Achtung. So. Das müsste eigentlich schon reichen. Gerade eben hatten wir 150 Zeilen Konfiguration, ein bisschen matschig, ein bisschen verschachtelt, ein bisschen, man musste was drüber wissen in Webpack. Jetzt haben wir nur noch knapp, ich habe noch nicht gezählt, wie viel haben wir? 20 Zeilen? Ah, also effektiv vielleicht 3, 16, 13 Zeilen Konfiguration und es passiert das Gleiche. Ich habe einen Dev-Server gestartet. Ne? Das heißt, der müsste eigentlich automatisch, was ich gerade zeigte, automatisch meinen Browser reloaden, wenn ich hier irgendwas ändere. Ich ändere wieder das Gleiche. Rot ist nicht schön, wir möchten gelb. Und es passiert gelb. Und ihr merkt schon, vielleicht, wenn ihr aufpasst, genau hingeguckt habt, sobald ich das speichere, jetzt lädt er rechts die Seite neu und es steht da wieder Bootstrap und erst nach 2 Sekunden schaltet er um. Das könnt ihr ganz sicher nicht lesen. Ich mache es nochmal in weiß. Der lädt die ganze Seite neu. Hot Module Reloading funktioniert hier nicht. Da fragt man sich, warum. Und dann liest man die Doku und dann findet man in der Webpack Encore Dokumentation, Hot Module Reloading könnt ihr anschalten, aber es wird nicht in CSS funktionieren. Es wird nur für Vue.js funktionieren. Challenge accepted. Das Ganze vielleicht nochmal Production, also mal richtigen Code. Da ist er. Da steckt wieder alles in meiner, jetzt ist wieder alles in eine Datei kompiliert worden, weil ich noch keinen sogenannten Vendor-Chunk angelegt habe. Die gesamten Bibliotheken, die gesamte Applikationslogik, alles, was du für die Index-Seite brauchst, liegt jetzt in dieser Index.js-Datei mit diesem wunderbaren Caching-Hash und in der Manifest.json, die Encore für mich automatisch generiert hat, ohne dass ich viel dazu sagen musste, steht drin, welche Datei geladen werden soll, wenn jemand nach Index.js fragt, nämlich diese Datei, das Kompilat. Ist jemand ein bisschen begeistert? Yeah! Das ist nicht mein Applaus, ganz sicher nicht. Das ist der Applaus für die Leute, die 134 Comments seit Juni oben drauf gepackt haben. Die machen das nämlich, so wie ich es gesehen habe, halbwegs in ihrer Freizeit. Das ist kein triviales Zeug und die bauen das, ich habe mir den Code dahinter angeguckt, die bauen da in der Tat spannende Sachen zusammen, damit wir ein leichteres Leben haben. Darf ich euch das nochmal kurz vorlesen? Wir haben einen Entry-File, wir sagen, wir wollen Index.js kompilieren. Wir wollen Source Maps haben, damit wir hier im Code debuggen können. Ich zeige euch das jetzt nicht, das könnt ihr euch selber angucken. Wir wollen Versioning haben, das heißt, wir wollen diese wunderbaren Hash-Dateinamen haben und Manifest.json, was darauf hinweist. Wir wollen unser CSS durch den SAS-Loader schicken, damit der CSS, also SCSS durch den SAS-Loader schicken, damit der CSS am Ende rauskommt. Wir wollen den Post-CSS-Loader anhaben. Wir wollen, dass Webpack nur einmal geladen wird und wir wollen jQuery public haben. Das kann ich euch auch zeigen, wenn ich hier das größer machen kann. Da ist eine Konsole am Start. Hier kommt sie. Das ist jQuery. Believe it or not. Ich hoffe, es keiner benutzt es mehr, aber es ist toll zu sehen, dass es das noch gibt. Funktioniert. Okay. So, wie ihr gesehen habt, diese Index-Datei ist riesengroß.
Vielleicht können wir die noch ein bisschen kleiner machen. Also nehmen wir mal an, wir hätten jetzt mehrere Seiten, eine Indexseite und eine Checkout-Seite und eine Produktseite und die teilen sich alle jQuery, dann wäre es ja blöd, wenn jQuery und jedes dieser JavaScript-Dateien reinkompiliert wäre. Dafür habe ich meinen nächsten Branch. Wo ist die Webpack-Konfiguration? Da ist sie. Aha. Gelb war gestern. Was ich hinzugefügt habe, und zwar an einer ganz blöden Stelle, hier unten, Create Shared Entry. Create Shared Entry sorgt dafür, dass wir Bibliotheken wie jQuery in eine einzelne JavaScript-Datei auslagern, die anderen oder unsere JavaScript-Datei nachher laden können. Die sieht momentan so aus. Das ist in der aktuellen Dokumentation, die ihr im Netz findet, noch ein bisschen anders. Das wird demnächst so aussehen. Diese Vendor-Datei enthält eigentlich nur ein Hinweis darauf, dass jQuery laden soll. Ich habe leider vergessen, euch das mitzuteilen. jQuery benutze ich überhaupt nicht mehr. Ich benutze CacheDOM. Das ist etwas, das sieht genauso aus wie jQuery, fühlt sich an wie jQuery, ist aber nicht jQuery, sondern viel kleiner und mit viel weniger Altlasten. Also diese Vendor-Datei required eigentlich nur genau eine Bibliothek, nämlich diese jQuery. Und wenn ich das jetzt kompiliere, ist kaputt. Ja. Der Klassiker. Also viel kleiner geworden ist sie jetzt nicht. Aber es müsste. Wer sieht unsere Vendor-Datei? Niemand? Ach so. Nee, Entschuldigung. Das ist genau der Trick. Wenn ich im Dev-Mode diese Datei kompilieren würde, würde Webpack in der ganz aktuellen Version, der Master-Version, leider brechen. Deswegen kompiliere ich die nur, wenn ich im Production-Mode bin. Da geht das. Aber kein Problem für uns. Kommen Sie. Oh, meine Zeit ist um. Das ist aber nicht gut. Das tut mir jetzt leid. Dann würde ich ganz schnell nur auf eine Sache hinweisen, die euch ganz sicher gefallen wird, wenn ihr mir die 3 Minuten noch gebt. Hier kommt auch schon mein React-Branch. Nehmen wir mal an, ihr wollt Vue.js oder React schreiben. Dann könnt ihr einfach in eure Encore-Config eintragen, hey, ich brauche React Preset und einen View Loader. Dann kriegt ihr beides. NPM ausführen. Encore ausführen. Aber hier. Und raus kommt eine Seite, auf der sowohl jQuery existiert, als auch React existiert, als auch Vue.js existiert. Das war nicht das Highlight meines Talks, der leider zu lange dauerte. Hier kommt er. Das ist die React-Seite, eine React-Komponente. Das ist eine, Achtung, jetzt wird es spannend, eine Vue-Komponente. Da ist sie. Die auch genauso funktioniert. Und die Vue-Komponente ist, wie gesagt, ich zeige euch gleich den GitHub-Link zum Abschluss, die Vue-Komponente ist sogar in einer Single-File-Komponente, wenn ihr sie finden würdet. Hier, da ist sie. Das ist Vue, wie man es heute schreiben möchte. Und das ist alles erreicht mit einer einzigen Zeile Konfiguration in Webpack Encore. Ich musste dafür nichts weiter konfigurieren als diese Zeile. Ich überspringe kurz diese Folien und sage, Dankeschön, dass ihr mir zugehört habt.
Ich hoffe, ihr habt was mitnehmen können. Schreibt mir eine Frage zu, wenn ihr eine habt. Wer will Encore ab heute benutzen? Ihr wart ein großes Publikum. Dankeschön.